Ja, Felicia, wir müssen ein bisschen mehr Zeit einplanen, auch wenn wir in der Nacht jetzt in den kommenden Tagen zur Arbeit zum Studio fahren wollen. Denn die Traktoren, ja, sie rollen bereits. Die Bauernproteste haben begonnen und bundesweit droht Chaos auf den Straßen und den Autobahnen, weil die Landwirte zentrale Zufahrten oder Kreuzungen blockieren wollen. Und das, obwohl die Ampelregierung ja bei ihren Sparplänen teilweise eingeknickt ist und den Bauern tatsächlich nun entgegenkommt. Ja, das reicht ihnen offensichtlich nicht. Die Stimmung ist ziemlich aufgeheizt. Daher hat der Bauernverband auch seine Mitglieder aufgefordert, auf provokante Darstellungen wie zum Beispiel Ampelpolitiker am Galgen und Ähnliches zu verzichten und sich eben nicht von radikalen rechten und linken Gruppen unterwandern oder instrumentalisieren zu lassen. Der Überblick von Leonie von Randow. Mitten in der Nacht treffen sie in der Hauptstadt ein, bringen ihre Traktoren vor dem Brandenburger Tor in Stellung. Mit Blockaden und Protesten wollen die Landwirte ein deutliches Zeichen setzen. Die geplanten Kürzungen der Ampel gehen ihnen zu weit. Also Agrardieselvergütung und die Steuern würden bei uns jährlich etwa 60.000 Euro ausmachen. Die Luft ist raus, die Motivation ist weg und wir beschäftigen uns eigentlich mehr und mehr mit dem Gedanken, den Betrieb aufzugeben, als weiterzuführen. Wir sind keine Nazis, wir sind keine Randalierer, wir sind einfach Unternehmer, die massive Sorgen haben um ihre Zukunft. In ganz Deutschland wollen die Bauern den Verkehr heute lahmlegen. Mit Sternfahrten, Traktorkolonnen, Autobahnblockaden und Schleichfahrten. Auch Landwirt Christian Munker aus der Nähe von Nürnberg ist dabei. Hier trifft er letzte Vorbereitungen für die große Protestwoche. Ständig neue Regeln machten es vor allem kleineren Betrieben immer schwerer. 4% Flächenstilllegung, Düngeverordnung und so weiter. Die Bürokratie wird immer größer. Und wir müssen einfach was dagegen tun, dass die Politik endlich begreift, dass wir am Limit sind. Die große Mehrheit der Bauern protestiert friedlich. Doch nachdem einige eine Fähre mit Bundeswirtschaftsminister Habeck an Bord hatten stürmen wollen, wächst die Sorge vor einer Unterwanderung der Demos durch Radikale. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands stellt klar, Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben. Wir sind Demokraten und da findet ein politischer Wechsel, wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt. Einen Teil der ursprünglich geplanten Subventionsstreichungen hat die Ampel nach heftigen Protesten bereits zurückgenommen. Bundesfinanzminister Lindner bezeichnet die Demopläne als unverhältnismäßig. Der bayerische Ministerpräsident sieht das anders. Diese einseitige Belastung der Bundesregierung durch die Bauern an den Bauern, die war einfach falsch und muss komplett zurückgenommen werden. Die Landwirte wollen also weiter massiv Druck machen, damit die Bundesregierung doch noch einknickt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.